So, ich hatte heute das wunderschöne Vergnügen, Battlefield Hardline anzuzocken. Ich war leider in der PS4-Reihe anstatt in der PC-Reihe, deswegen konnte ich da jetzt nicht so viel über Gameplay, Steuerung, Gefühl und ähnliches sagen, weil ich mit dem Controller jetzt nicht so klar gekommen bin. Habe aber immerhin einen Kill gemacht, was mich sehr gefreut hat, da ich ja eher doch so der Noob bin, wie ihr alle wisst. Ja, wir hatten die Chance, die neue Map anzuzocken, konnten alle möglichen Spieleklassen durchspielen, konnten 3 Runden als Cop und 3 Runden als Gangster zocken, hatten da den Modi, dass man 2 Geiseln hatte, die man verteidigen sollte. Ja, das erstmal so zum Allgemeinen. Die Map an sich war wunderschön, detailreich mit vielen möglichen Wegen, die man da laufen konnte, sehr verworren, wenn man zu tun hatte, die Kamera richtig zu halten. Also die Spielkamera, hatte man da natürlich ein paar Probleme, sich überhaupt zu orientieren. Zumindest hatte ich das Problem, weil keine Map eingekennzeichnet war, was ein bisschen schade war. Aber ansonsten sehr, sehr schön detailreich. Es war eine ehemalige Lagerhalle mit einem kleinen Drogenlabor, wo ich würde sagen, es war Marihuana im Keller angebaut wurde. Wenn man da mit einer Granate reingehauen hat, hat es auch wunderschön gebrannt. Hat er leider keine irgendwie Beeinträchtigung des Zielens oder Treffens oder so etwas. Das wäre natürlich richtig awesome gewesen. Aber ansonsten sehr, sehr amüsant. Sehr, sehr kurzweilig. Grafisch ungefähr auf dem Niveau der Demo. Und ansonsten eigentlich auch eher weniger Möglichkeiten. Das, was mir aufgefallen ist, dass es dieselben Waffen gab für die Gangster wie für die Polizei. Das war, glaube ich, noch in der Beta ein bisschen anders, wenn ich mich da recht entsinne. Aber ansonsten solides Spiel. Freue ich mich schon drauf, wenn es kommt. Nächstes Jahr irgendwann. Ich hoffe bloß, dass sie sich da nochmal an die Grafik rantrauen, denn da sollte noch ein bisschen nachgebessert werden. Ansonsten eigentlich top. Heute waren wir in Genuss des Fastline-Passes, deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal die PC-Version angesehen. Dazu gibt es aber jetzt natürlich wieder kein Videomaterial. Ihr seht auch nicht meine Hackfresse, deswegen einfach jetzt nochmal die Tonspur. Ich habe mir die ja, PC-Version angezockt, war auf alle Fälle sehr, sehr lustig, da auch nicht mehr dieses Foto-Posten auf Facebook funktioniert hat und es auch nicht mehr genug Poster gab. Ansonsten war es eigentlich sehr, sehr schön, zwar warm, steuerungstechnisch eigentlich alles wie beim alten, außer dass eben dieses Reanimieren jetzt auf der Maustaste ist, was ich jetzt nicht so praktisch fand. Im ersten Moment erstmal total verpeilt. Devi, oder nein, nein, weil man reanimiert wird. Ich habe gesehen, ja, der Devi wurde angezeigt, dann kam eben dieser kleine Balken für die paar Sekunden und dann musste man eben rechtzeitig noch drücken. Ich habe nur eine Runde spielen dürfen. Es ging in dem Modi darum, dass man ja, irgendwie Punkte, die beweglich waren, Autos, Tanklastwagen, Pickups, Motorräder oder so etwas, möglichst lange in seinem Teambesitz haben sollte. Damals schon rumgefahren. Man konnte mit den, ich habe mir da eine Limousine geholt. Ich würde sagen, es sollte ein Dodge darstellen. Damit kann man auch wunderschöne Roadkills machen und Stunts machen. Und da gibt es auch ab und zu mal ein paar Pünktchen, wenn man lang genug in dem Auto drin sitzt. Von meinem Gesamtteam her zweitbester gewesen mit einer KD von 10 zu 7. Also ich als Noob war es auf alle Fälle ein Erlebnis. War auf alle Fälle lustig. Ja, spieltechnisch kann man da jetzt eigentlich nicht viel sagen. Ist eigentlich ja ein klassisches Battlefield. Map war so ein Kiesgruben-Strand-Setting, würde ich das mal sagen. Also so ein bisschen, ja, baustellenmäßig, da so Container zusammengesetzt, wo man auch über Balustrade und so etwas sprinten konnte. Dann ab und zu mal so ein paar, bisschen Sumpf, ein paar, ja,
ja, kleine Täler, Dellen oder so etwas. Da müssen wir aber eigentlich meines Geschmacks noch ein bisschen an die Map ran, weil man an manchen Stellen einfach mit dem Auto nicht mehr weiterkam und dann irgendwie ja der Punkt verloren war, weil da überhaupt kein Team dieses Objekt mehr ja, erobern konnte. Das war ein bisschen schade. Ja, waffentechnisch konnte man jetzt auch noch nicht so viel ausprobieren, da eben bloß eine Runde und deswegen nur eine Klasse spielbar. Aber ansonsten war es auf alle Fälle sehr, sehr gutes Spiel. Und ja, ich freue mich auch auf immerhin, jetzt wo ich auch die PC-Version angezockt habe, erst recht auf die, ja, den Release. Ciao!